Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Champion Spotlight, präsentiert von Neuspot.de. Ich bin der Chaos Mole und ich möchte euch heute Lissandra vorstellen. Lissandra selber ist ein AP-Carry, die zum größten Teil in der Mitte gespielt werden wird. Ich werde wie immer erst einmal ihre Fertigkeiten zeigen und dann mich einem normalen Spiel widmen. Ich habe es diesmal so gemacht, dass ich ihr Standard-Skin in der Fertigkeiten-Show benutzt habe und ihren Bloodstone-Skin, also den ersten Skin, den man sich kaufen kann, in dem normalen Spiel benutzt habe. Und den kann man hier übrigens schon mal im Bild sehen. Und wie immer befinde ich mich hier auf dem PBE. Das bedeutet, alles was ich hier zeige, kann sich binnen von Stunden oder Tagen komplett ändern. Und es gab auch leider keine deutsche Version, als ich das Video aufgezeichnet habe. Lissandras passive Fertigkeit ist Iceborn. Alle 18 Sekunden darf Lissandra eine Fertigkeit kostenlos benutzen. Sollte sie einen Gegner verlangsamen oder festwurzeln, wird die Abklingzeit von Iceborn um eine Sekunde verringert. Items, die Gegner verlangsamen oder festwurzeln, funktionieren mit diesem Passiv aber nicht. Lissandras erste aktive Fertigkeit ist der Eisschart. Lissandra selber feuert einen Eisschart ab. Der Gegner, sollte er sie treffen, verlangsamt für 16%. Für 1,5 Sekunden lang und in kleine Einzelteile zersplittert und alle Gegner hinter dem ersten Ziel ebenfalls beschädigt und verlangsamt. Lissandras zweite aktive Fertigkeit ist der Ring of Frost. Lissandra selber verursacht Schaden an den Gegnern in der Nähe und verwurzelt diese für 1,5 Sekunden lang. Lissandras dritte aktive Fertigkeit ist Glacial Path. Lissandra selber feuert eine Eisklaue ab, die sich durch die Gegner hindurchfrisst und Schaden verursacht. Sollte Lissandra die Fertigkeit ein weiteres Mal benutzen, solange sie noch aktiv ist, teleportiert sie sich zu ihrer Position. Lissandras Ultimate ist Frozen Tomb. Lissandra kann diese Fertigkeit auf Gegner benutzen, betäubt diese für 1,5 Sekunden und verursacht Schaden an allen Gegnern, die in der Nähe sind. Außerdem verringert sie die Bewegungsgeschwindigkeit um 20% für 3 Sekunden. Sie kann diese Fertigkeit aber auch auf sich selber benutzen und wird dafür für 1,5 Sekunden lang unbesiegbar und schadet trotzdem die Gegner in der Nähe. So, ich befinde mich jetzt hier im normalen Spiel und ich muss sagen, Lissandra hat mir sehr gut gefallen. Ihr Problem ist, dass sie am Anfang nicht so viel Schaden verursacht, ist aber auch gar nicht schlimm, denn sie besitzt halt eine Menge CC-Fertigkeiten und macht dadurch den verringerten Schaden locker wett, also das ist gar kein Problem. Und was auch sehr, sehr stark bei ihr ist, ist der Minion-Farm. Also ich habe bei dem Spiel, wie man vielleicht oben an den Minions, an den Last-Hits erkennen kann, nicht wirklich drauf geachtet, eigentlich gar nicht, weil ich mache hier ein Bot-Game und da muss ich nicht auf den Farm achten. Und trotzdem lief das mit ihr verdammt gut. Also ich war selber sehr erstaunt darüber. Und auch sonst ist der Überraschungsmoment von ihr sehr, sehr stark. Also gerade durch dieses Hin- und Her-Teleportieren kann sie eben halt mal schnell auftauchen und den Gegner wegbursten. An einigen Stellen, wie zum Beispiel jetzt hier dieser im Video, wo weiß der Gegner gar nicht, worum geschieht. Man taucht auf, die Gegner können gar nicht richtig reagieren. Und dann ist der Gegner auch schon weg. Ich habe zwar hier ziemlich lange gebraucht, aber das geht dann in guten Händen wesentlich schneller. Fürs Jungeln ist sie nicht geeignet. Ich habe es mal ausprobiert. Also ihr fehlt einfach irgendwo die Überlebensmöglichkeit und auch die Geschwindigkeit, weil wie ich ja schon gesagt habe, ihr Schaden ist am Anfang jetzt nicht die Welt. Und da fehlt dann irgendwie die Überlebensfähigkeit, um diesen Schaden dann, der fehlt, wettzumachen. Also fürs Jungle sollte man sie nicht unbedingt verwenden. Ja, das war schon ein erster Einblick in Lissandra. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!